Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Fortnite. Immer noch die gleiche Aufnahmesession, aber ich dachte mir, nach den letzten drei Matches packen wir es mal in die nächste Folge. Und ich hoffe mal, dass jetzt wieder so viel passiert und gucken wir mal rein. Oh, der will zu uns kommen. Treff nicht. So. Bevor der mir irgendwie gleich in den Rücken fällt. Und mir auch schon fleißig angezeigt wird, dass da Gegner sind. Oh, es ruckelt. Da ist noch einer. Da war noch einer. Ich treffe nicht, ich habe getroffen. In 16 Sekunden kann ich rüberspringen. Aber jetzt flankieren wir den jungen Mann. Ganz oben. Ich dachte, dass wenn ich den Hammer benutze, dass das Haus einfach zusammenfällt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Dach noch bleibt und er dann somit immer noch über mir steht. Naja, weiter geht's. Nächste Runde. Hoffen wir mal, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen länger überleben. Der Kampf in der Stadt war an sich nice, aber leider habe ich da einen Fehler gemacht. Jetzt will ich gerade mal gucken, was das hier ist. Das Gebäude sagt mir nämlich gar nichts. Aber das ist einfach nur ein Hangar. Und man sieht auch, es gab einen Star Wars Battle Pass und ich komme vor ihm runter. Aber... Das war dann eine kurze Runde, mein Freund. Dass der aber trotzdem bei mir landet. Noch einer. Hat er jetzt gedacht, ich gehe jetzt einfach weg oder... super. War natürlich jetzt nicht der Plan. Es gibt Fallschaden in dem Spiel, logischerweise. Da kommt einer. Nee, der läuft weg. Gott sei Dank. Da oben geht es direkt ab. Wir versuchen wieder abzusnacken. Ich glaube, der hat den anderen gekillt, aber falls ja, da ist er. Mir. Da hat er den anderen doch nicht gekillt. Da unten wird geschossen. Da ist er. Da sind zwei.
und das ist nicht der. Ja, er hat bessere Waffen. Es gibt natürlich in Fortnite auch die Einstufung. Man sieht es, er hat mich mit einer blauen Waffe gekillt. Grau ist das Schlechteste. Dann kommt Grün, Blau, Lila und Gold. Und wenn ich natürlich mit einer grauen Waffe gegen jemanden mit Blau kämpfe, aber da sind wirklich zwei, ich habe es richtig gehört, dann macht der mit der blauen Waffe natürlich mehr Schaden. Selbst der mit der grünen Waffe macht mehr Schaden als jemand mit Grau. Aber ich dachte tatsächlich, dass der andere auch reinkommt und ich dann abwarten kann. Aber den ihr jetzt gerade seht, der kam erst später. Das ist nicht der von der Klippe. Der von der Klippe, der hat sich, glaube ich, hier rausgehauen und so weiter. Aber gut, gehen wir in die nächste Runde. Und ich erwähne es auch hier gerne nochmal. Viele von euch, die das Video vielleicht jetzt schon bis jetzt angeschaut haben, ich denke, es sind nicht viele, aber wir können ja offen drüber sprechen. Viele denken sich jetzt auch, warum kommt jetzt plötzlich Fortnite und sowas? Weil ich gerade Bock drauf habe. Denn das ganze Formel 1 ist im Moment ein bisschen schwerlebig, nenne ich es mal. Das Spiel macht mir im Moment einfach keinen Spaß. Und ich habe mich tatsächlich auch schon ertappt, dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt aufnehmen und... Nein, die schießen nur. Ich habe mir dann selber so einen Druck gemacht. Und ich habe gemerkt, das gefällt mir nicht. Und deswegen dachte ich mir, lade ich das mal hoch. Wenn es gut ankommt, gut. Wenn nicht, dann nicht. Da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, fuck, ich sterbe. Aber der hat schlechter geschossen als ich tatsächlich. Hä? Da schießt sich doch einer. Ja. Unter uns. Weg. Alter, habe ich schlecht geschossen. Ich hätte ihn schon... Aber das war wieder die... Er hat mich mit dem Sturmgewehr gekillt. Ich habe wieder die Schrotflinte genommen, weil ich dachte, auf die Distanz ist er noch gut. Im Sturmgewehr hätte ich ihn locker gekillt. Ärgerlich. Dritte Runde und damit auch letzte Runde in dieser Folge. Außer sie wird ganz, ganz kurz, was ich nicht hoffe. Dieses Mal habe ich mir gedacht, gehen wir mal ganz außen an die Karte. Da war ich auch selber noch nicht. Und gehen dann über das Dorf, über die Dörfer, gehen weiter in die Mitte der Karte. Und versuchen mal die Leute von der Seite dann zu killen. Gucken wir mal, ob das klappt. Da steigen immer noch ein paar aus, aber an den Fleck, wo ich jetzt hin will... Sollte eigentlich niemand hingehen. Da oben. Dass der nicht hilft, der Penner. Oh, die war verstreut. Alter Falter.
Gar nicht so schlecht geschossen. So. So sieht es nämlich aus, liebe Freunde, der gepflegten Unterhaltung. Jetzt wissen wir ja, dass rechts von uns einer ist, der jetzt in die Zone gelaufen ist. Das heißt, den holen wir uns jetzt. Ich wollte gerade sagen, rechts oben unter der Minimap seht ihr links die Zeit, bis die Zone kleiner wird und daneben, wie viel noch leben, daneben, wie viel ich umgebracht habe und daneben ist, glaube ich, wie viel ich in der Gruppe umgebracht habe. Da ich jetzt hier Solo spiele, bin ich es logischerweise nur. Ich schieße schlecht. Um Gottes Willen schieße ich schlecht. Das war jetzt nicht geplant, ehrlich gesagt. Alter! Zwei leben noch. Oben ist einer. Sorry, ich war gerade so ruhig. Alter. Wir haben erst den gekillt, der die Vorrunde gewonnen hat. Und dann haben wir zwar ein bisschen glücklich abgesnackt, aber... Hey. Oh. Besser kann die Folge nicht werden. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.